Wir starten mit Super Mario World 2, Yoshi's Island Welt 6. Live im Stream sind mit dabei Nightwalker, Tobits, dann Septem, Agro Berliner, Mia, SBK, Gamebot, X-Katu, Big Luddy, Commander Peace, Das Harvey, Lanea Lay, Bloodwork. Oh ja, Bock, das gefällt mir richtig gut. Wir gehen in den Wald der Wilden. Okay. Ja, machen wir mal, hä? Ab geht's. Ab in den Wald der Wilden. Kommen schon die Ersten. Die schnabulieren wir erstmal weg. Ruhig bleiben, cool bleiben. Bronz. Von hinten können wir die wegschlecken. Haben sie kein Schild? Und ihr seht schon, die Levels werden jetzt ein bisschen wilder. Die werden jetzt ein bisschen komplexer und schwieriger. Aber wir werden das schaffen, oder? Ihr glaubt an mich. Ab in den Wald, es wird wild. Ach, guck mal, die tanzen wieder eine Umba-Chumba-Song. Hört mal. Nein! Ich will euch doch nur den Song zeigen. Mario und Schmappötchen. Es ist so cool. So gut. So. Aber um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, welches habe ich dir nochmal geschenkt? Ja, ich glaube Spirit of the North, genau. Da hast du gesagt, mein lieber Ricky, spiel das gerne auch mal privat. Guck dir mal das Game an, das wird dir sicherlich richtig viel Freude bereiten. Und ich glaube, da spielt man so einen kleinen Fuchs, ne? Der so die Welt erkundet, unterwegs ist bei richtig süßer Grafik, bei guter Musik, bei richtig entspannter Atmosphäre. Und Spirit of the North müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen, ja. Genau. Und wie gesagt, das habe ich nicht vergessen, hier allein, das steht mit auf meinem Plan. Das möchte ich definitiv mal streamen, wenn du mit dabei bist. Das wäre schön. Auch wenn es so ein bisschen mal was anderes ist bei unserem jetzigen aktuellen Programm. Aber ich bin ja offen für alles, weißt du? Also sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich auch diesen Monat erfahre ich morgen höchstwahrscheinlich, ob ich 2 Wochen Urlaub habe. Ende des Monats könnte es sein, dass ich 2 Wochen Urlaub habe. Und das wäre natürlich hervorragend, um mal richtig schön ein bisschen mehr zu streamen. Auch mal ein bisschen was anderes zu streamen. Und ja, vielleicht so einen kleinen Streaming-Marathon mal wieder zu machen. Einfach mal. Mal schauen. Muss man mal gucken. Mal schauen, was Frauchen geplant hat, was sie so vorhat. Sie darf sich natürlich nicht vernachlässigt fühlen. Das ist ganz wichtig. Und dann schauen wir mal weiter. Ist wahrscheinlich so ein kleines Indie-Game, ne? Ich bin ja ein großer Fan von Indie-Games. Da haben wir sehr, sehr großen Respekt vor. Wenn sich 1, 2, 3 Leute ransetzen und ein Spielchen machen. Gerade wenn es, oh, jetzt haben wir einen Flammenschlund, den brauchen wir. Verkohlen wir euch erstmal. Und Fronz. Da bin ich der Letzte, der sagt, nee, unterstütze ich nicht. Wir haben auch demnächst noch andere Projekte geplant im Echtzeitstrategie-Sektor. Weil da habe ich nämlich auch von einem deutschen Echtzeitstrategie-Entwicklerstudio habe ich eine E-Mail bekommen. Oh, hier unten ist eine rote. Sehr gut, Profi. Habe ich eine E-Mail bekommen, ob wir das spielen? Dann habe ich gesagt, ja, na klar. Gerne. Sehr, sehr gerne. Gibt noch keinen Tag X, aber wir werden definitiv ein Echtzeit-Strategieprojekt spielen. Das befindet sich gerade im Early Access von einem deutschen Entwicklerteam. Und da werde ich auch den ein oder anderen Key im Stream dann verlosen. Und dann habe ich von noch einem anderen Studio habe ich auch Keys bekommen. Von noch einem Echtzeit-Strategie-Spielstudio. No! Wie
kann ich mich retten? Habe ich was zum Retten? Ich habe nichts zum Retten. Wir werden runterfallen. Tod! Gott! Nein! Und da wird man dann auch Keys verlosen. Also ihr könnt definitiv gespannt sein und euch auf die Zukunft freuen. Ihr seht, ich bin also sehr, sehr fleißig. Ich versuche euch hier den bestmöglichen Unterhaltungs- und auch abwechslungsreichen Stream zu bieten. Ihr Schlawiner. Ah, du schießt. Schießt auch was. Machen wir mal so. Kann ich dich zerstampfen? Frunz! Nö, lach da drüber. Der besteht aus 100% Gelee-Masse. Den müssen wir rüberschieben. Cool bleiben, cool bleiben. So, Millimeterarbeit. Schaffe ich das überhaupt noch? Huh? Hup! Yo, komm! Easy, meine ich natürlich. Easy peasy. Nur ein paar Sterne. Übernimm dich nicht, Ricky. Nee, ich bin derzeit wirklich gerade ganz gut im Flow, muss ich sagen. Hey, wir haben jetzt zum Beispiel, guck mal, in einem Monat, muss ich sagen, hat man so zwei Streams, wo ich nicht volle Energie hatte. Ansonsten haben wir wirklich tippitoppi Content abgeliefert, oder? Was sagt ihr? Den brauchen wir. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden mit unseren Livestreams. Sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, macht auch Spaß, wenn man sich... Mann, wie viel kommen denn hier? Macht auch Spaß, wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, wenn man sich die Clips anguckt und da merkst du ja schon, Mensch, der hat Bock, der hat Spaß. Und so soll es sein, ne? Darauf kommt's ja an. Komm mal her, ja? Aua! Schmeißt mir so eine explosive Popcorn-Tüte ins Gesicht. Warte mal. Komm. Noch ein paar Eichen. Und da unten haben wir wieder eine Blume. Jetzt muss man schon ein bisschen Skill beweisen. Kommt man da ran? Jo, easy. Nein! Tot! Es wird schwieriger. Gut, Fokus, Fokus now. Zum Glück sind wir hier, das passt. Aber ich merke, es zieht jetzt ganz schön an von der Schwierigkeit. Vorsicht, Vorsicht. Ausweichen, zack, zack. Okay, jetzt ein Ei schießen. Anderer Winkel. Jetzt. Jawohl. Super. Holzischer. Higapischer. Nubuchubu. Haben wir hier Leckeres drin? Oh, ein Schlüssel. Aha. Wie soll ich denn da rankommen? Das ist ein gutes Rätsel. Bam, bam. Eine Ranke. Kann man machen. Nein, der Samen ist in den Abgrund gefallen. Och nö. Ich hätte hier aufstampfen müssen. Jetzt hätten wir so machen müssen. Und darauf hätte der Samen wachsen können. Ja, tschi-tschi. Yippie! Ja, aber hier unten bist du ruhig. Unten gibt's doch noch was. Ah ja, okay. Brown. Das schaffen wir, pass auf. Und rup! Easy. Rup. Hurka! Und touché. Rüber. Auch runterballern. Wegschlecken, rüberspringen. Fokus. Den schlecken wir auch runter. Jetzt bin ich on fire, seht ihr das?
Ich brenne, ich glühe. Und ausweichen. Mhm. Auch sehr heimtückisch, dann machen wir am besten das hier. Anvisieren. Feuer. Sehr gut, sehr gut. Profi. Hab Angst. Rein da. Warte mal, wir haben keine 30 Sterne, ne? Wir haben keine 30 Sterne. Haben wir 20 rote? Ausrufezeichen, GG. Mhm. 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 100%, Mensch. First try. Danke für die GGs. Ja, so kann's gerne weitergehen. Rein da. Applaus. So. Muss noch ganz kurz was anpassen. Uno momento. So. Die Gladi hat hier richtig Bock, das gefällt mir. Guck mal, da unten versteckt sich so ein Schelm. Er will unseren kleinen Baby Mario klauen. Muss ich den abballern? Komm, guck raus, guck raus. Ja, ist zu schnell, ist zu schnell. Ich konnte ihn wegschlecken, jetzt kommt er raus. Ja, Flip. Flap. Flop. Shop. Mob. Top. Double Kill, Baby. Der Boden ist Lava. So wird's gemacht. Noch einer. Da ist ein Eimer. Gib mir die rote. Zack. Er schmeißt dir richtig weg. Hey, sag mal. Wie frech bist denn du? Hier rüber. Oh, die Flammen. Kann ich die schlecken? Die sind zu heiß. Okay. Ducken. Schön Eichen, Eichen. Boah, guckt euch diese Pixelart an, wie hübsch das ist. Mega. Dieser Lava-Welt. Soll ich vorstellen, richtig trockene Luft. Unglaublich heiß. Euch brennen die Wangen. Und da kommt so ein Bösewicht am Luftballon runter. Ich glaube, die Julie pupt. Ja, Bad. Ich wollte ins Fass rein. Meine rote Münze, weißt du schon, oder? Eine Blume? Komm mal her, hier. Bronz. Bronz. Schon sagen. Was haben wir hier drin? Nur Münzen. Was haben wir hier drin? Wir brauchen ein Icon. Gibt kein neues Eichen. Ja. Müssen wir zwischendurch springen, aber ganz... Oder ducken. Ja, besser, besser. Okay, wir gehen jetzt rüber. Und wer Bock hat, kann auch sehr gerne auf unseren Discord-Server kommen. Ausrufezeichen Discord. Wer auf anderen Social-Media-Plattformen reingucken will, Ausrufezeichen Socials. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, überall könnt ihr mich finden. Cool bleiben, wir gehen hoch. So. Blume haben wir. Ist hier oben noch was versteckt? Nee? Gut. Leben? Möchte ich nehmen, aber ich möchte nicht mein Mario verlieren. Wenn wir einmal die Lava berühren, ist übrigens RIP in Peace. Ist vorbei. Rüber. Kann ich dich da durchschlecken? Nee. Maskierte Maus. Also Mäuse sind ja schon furchteinflößend, aber wenn sie noch so eine Totengräbermaske aufhaben, kriege ich am ganzen Körper Erpelfolie. Weg mit deiner Maske. Du hast doch trotzdem noch so eine Bandage um die Augen. Sieht aus wie ein kleiner Gangster. Die rauben doch nachts Tankstellen aus.
Gib mir die rote. Hab sie. Und gib mir Mario. Hab ihn. Puh. An Gegnern haben sie ja nicht gespart, hä? Ist ja so gedacht, dann nicht mit mir. Komm her. Zack. Easy. Ruhigt euch. Yo. Ey, das macht ja gar nichts ins Reihe. Habt ihr das gesehen? Die machen ja 0, nichts. Hä? Warum? Oh, das Piepen macht mich ein bisschen randösig. Oh ja. Frotz. Fritz. Boah, guckt mal, wie ich zielen kann. Ich habe heute Zielwasser gesoffen. Seht ihr das? Ich dachte, hier unten ist ein Geheimnis. Ja. Das Geheimnis des Todes. Jetzt brauchen wir unsere 142 Leben noch. Kann doch nicht wahr sein. Gib mir die rote. Gib mir die rote. Cool bleiben. Bin da. Ey, hier geht's jetzt richtig zur Sache, ne? Oh ja. Sie juckt die gar nicht, schaut mal. Sie juckt die überhaupt nicht. Unsere Eier. Essen sie zum Frühstück. Hör! Kriegen wir noch ein Leben, cool. Ich habe übrigens ein paar Emojis überarbeitet. Das Ricky Cry Emote. Müsst ihr mal gucken. Das steht jetzt richtig im Regen. Das ist quasi ein heulender Hase, der im strömenden Regen steht. Herzzerreißend, oder? Ja, na sicher. Ist klar. Absolut. Hoppa. Oh Gott. Sag mal. Was hatte ich noch überarbeitet? Ricky Rocking gibt's jetzt. Genau, und Ricky Kappa, die tanzen jetzt, die zwei Emotes. Also wenn es hier mal richtig musikalisch zur Sache geht. Genau, und der Evil, der macht jetzt so... So macht der Evil jetzt. Cool, oder? Sehr gut, sehr gut. Übel gut. Rüber. Cool bleiben. Bloß nicht in die Lava, bloß nicht in den Abgrund rein. Okay. Huah! Na, warte mal, den kann ich doch in der Luft wegschlecken. Abgewehrt, easy. Hier, nimm den. Flip, flap, flop. Ich sehe noch ein Geheimnis. Ich sehe ein Geheimnis. Wupp! Hier ist doch bestimmt was drin. Ja. Ist das? Gut, brauchen wir. Einmal für dich, einmal für mich. Jetzt kann ich die runterrammeln hier. Protz. Nochmal eine Maus, du kamst doch gerade schon. Wir brauchen ein paar Eichen. Warte mal, dann machen wir am besten folgendes. Nee? Nochmal. Dritter Versuch. Komm, komm, komm. In der Luft wegschlecken. Nochmal. Schieß. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir brauchen Eichen. Wir kriegen Eichen. So. Ja. Das ist es. Genius Move. Schieß. Schieß. Hallo? Schieß! Yep, easy. Okay. Oh. Ist gar nicht so einfach.
Machen wir so hier. Aber wir haben nur noch ein Eichen. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Riskieren wir es? Ah. Oh Mann, jetzt schießen wir auch über die Bande. Ist besser. Ne, ich gehe direkt hoch. So hier. Ja, so ist besser. So. Okay. Spitze. Und raus hier. Bam, 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 bam. Checkpoint. Uff. Haus ist knapp. Das ist echt close. Echt close. Oh Mist. Yo! Nein, der Stern ist weg. Ist nicht dein Ernst. Wow. Oh, oh, oh. Es verschwindet wirklich der Stern. Eins, zwei, drei. Okay. Rüber. Lauf, 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 lauf. Hoch. Ey, das ist mega close. Das ist mega close. Ich habe ihn. Go, go, go. Alle Roten. Yo, wir haben alle Roten. Lauf, lauf. Spring. Oh Gott. Ey, wir werden aber nicht 30 Sterne haben. Ich hätte nicht ins Ziel springen dürfen. Nein. Nein. Wir haben nicht 30 Sterne. Mm-mm. 21. Nein. Sheesh. Es wäre so schön gewesen. Einarmiger Bandit. Drücke einen beliebigen Knopf. Okay, mache ich. Oh, das ist aber ganz mieses Glücksspiel. Ich drücke, wenn das Ei unten ist. Jetzt. Jetzt. Und? Jetzt. Yo! Hä? Ein Leben? Okay. Ein Leben. Ich sitze irgendwie noch nicht richtig. Balkentwist. Okay, Chabadalura. Wir haben keine Eier. Die Schwarzen fressen wir einfach so. Ach du Schande. Ach du Schande, jetzt wird's wild. Und flitsch und flitsch und flotsch. Moch, komm, komm, moch. Rüber. Ja, wir brauchen mehr Eikins. Oh nein. Das wäre uns jetzt. Das würde uns jetzt noch fehlen, so ein Horrortrip. Vorsicht, Vorsicht. Oh Mann, ich gucke in den Chat. Oh Mann, das steuert sich nicht gut. Okay. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das steuert, wenn der diesen Horrortrip hat. Das ist echt total krass. Oh Gott. Es ist... Warte mal, ihr könnt doch hier hoch, ich sehe das doch. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier können wir doch hoch.
Hä? Aber das sind doch die Blumen weiter oben. Muss doch was sein. Flitsch. Flatsch. Flotsch. Ich bin schon wieder wild. Nee. Wir dürfen es nicht einsammeln. Das wird nicht. So witzig das auch ist, aber sobald wir das einsammeln, ist RIP. Es ist RIP. Okay. Pass auf. Aller guten Dinge sind drei. Übung macht den Meister, ihr wisst Bescheid. Nur schön dranbleiben. Und ihr werdet immer, immer besser. Egal ob in Mario, beim Nudeln kochen oder beim Pilze sammeln. Ihr werdet immer besser, je öfters ihr das tut. Wichtig ist, es mit Liebe und Leidenschaft zu tun. Das ist die Hauptsache. Kann ich den von oben abflitschen? Okay, Fokus. Fokus now. Würde ich jetzt nicht essen. Deine LSD-Wolken kannst dir schicken. Pause, aber ich werde sie nicht essen. Werde nicht davon naschen, auch wenn die Versuchung groß ist. Wir widerstehen dieser Versuchung. Wir bleiben straight edge. Okay. Ah ja. Wie viele sind da drin? Soll ich nochmal stampfen? Soll ich nochmal stampfen? Soll ich nochmal stampfen? Stampf. Nee, mach ich nicht. Okay. Runter. Guck, das hier drin? Aha. Gut, weiter geht's. Puh. Das eine Fragezeichen am Anfang haben wir natürlich nicht mitgenommen. Da war bestimmt eine Blume drin, pass mal auf. Okay. Jetzt. Ach du Schande. Rückzug. Jetzt. Gut. Und keep rolling. Yeah. Keep rolling. Sag mal. Hup. Ducken. Hochschießen, runter, ducken. Rüberfliegen. Okay, und den Stein müssen wir runterbalancieren. Okay. Hab ihn. Alles gut, alles easy. First try. Bin Profi. Mhm. Nochmal rüberbalancieren. Nee, Mario. Mariohündchen, Bambönchen. Ja. Yeah. Oh Gott. Und Pause. Uns fehlen 5 Sterne. Die esse ich jetzt. Komm. Bitte iss. Ja. Gib mir 100%. Boah, hätten uns im zweiten Level nicht 5 Sterne gefehlt oder 9 waren das? Da hätten wir jetzt alle 3 Welten mit 100%. Wahnsinn. Vielen Dank für die GGs. Danke für den Applaus. Lieb von euch. Mega. Wupp. Hentai-Mann, grüß dich. Herzlich willkommen, wie geht's, wie steht's? Oh, wir gehen in die nächste Festung. Zum nächsten furchteinflößenden Boss. Stegos Festung. Und die Musik. Gott. Mhm.
ich bin so ängstlich. Du bist es doch auch. Du bist doch ängstlich. Gottes Willen. Oh, komm, komm, komm. Komm, die Buhus. Die Buhus reißen die Weltherrschaft an sich. Rüber. Die sind so süß hier, die Geister-Scheigeis. Komm mal hierher. Du bist aber hässlich. Buh. Buh. Ja, die kleinen Scheigeis. Ey, mach das, Hentai. Mach das. Spreche ich deinen Namen übrigens richtig aus? Sag mal, oh Mist, wir hätten oben das mitnehmen müssen. Oh Mist. Oh Mist. Sehr gut, sehr gut. Doch noch geklappt, klasse. Nur Sterne, das ist in Ordnung. Im amerikanischen sagen welche Hentai for Man. Ist das gut? Ist das richtig? Oder kann ich dich einfach Henti nennen? Nenn ich dich nämlich Henti. Brown. Wo war das close? Oh, easy, easy. Uwe? Okay. Servus. Ja, servus, Sir Einhorn. Ich heiße dich herzlich willkommen hier in dem ostdeutschen Livestream auf Twitch. Ich hoffe, dir geht's soweit gut, du bist wohl und munter hier aufgestanden und du hast heute einen richtig geilen Tag hier, ja? Und da muss ich mal sagen, da rupst du mir direkt einen Rülpster raus, wenn ich zu spreche. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ihr seid das ja gewöhnt von mir, hä? Da gibt es ein paar Eichen. Oh, was ist das denn? Was ist denn für ein kleiner, für eine kleine Schwubblerone? Oh. Ey! Auf damit! Ist gefährlich. Erwacht ihr auch gleich zum Leben oder was? Hm? Nee? Ey, der hat bestimmt einen Schlüssel verschluckt. Hast du einen Schlüssel verschluckt? Hm? Sag mal ehrlich jetzt. Hast du das gemacht? Kannst taufen, denn bin flexibel mit dem Namen. Okay, dann taufen wir dich Henti. Herzlich willkommen im Stream, Henti. Schön, dich kennenzulernen. By the way, ich weiß natürlich, wer du bist, ne? War nur Spaß. Weil natürlich, dass du auch selber einen kleinen Stream hast, so wie ich. Auch gerne Super Mario spielst. Könnt ihr gerne mal rübergehen zum Henti. Like da lassen. Ein Herz. Ein Follow. So wie das heißt auf dieser Social-Media-Plattform. Heißt ja überall ein bisschen anders. Jeder will ja irgendwie hervorstechen. Komm her, du hast doch bestimmt einen Schlüssel geschneckt. Sag mal hier jetzt. Komm her. Komm her. Kommst du her? Gott, das wollte ich nicht. Nein. Nein, was habe ich getan? Alles wird wieder gut. Kuss, 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 kuss. Oh Gott. Ah, wir haben unseren Schlüssel, können weiterspielen. Alles kein Problem, let's go. Checkpoint. Die haben doch bestimmt. Crymo, die Emotes gehen gar nicht mehr. Ich glaube, dein Sub ist gerade abgelaufen, kann das sein? Ich glaube, dein Sub ist gerade jetzt abgelaufen, Alter. What the hell? Hä? Ja, so eine gute Tasse Kaffee belebt und erfreut uns. Sie gibt uns Schwung und Kraft. Gibt uns Schwung und Kraft, das stimmt. Das ist ja krass, gerade jetzt in dem Moment dein Sub abläuft. What the hell? Ach du Schande, nein. A Labyrinth. No. Hier sollen wir rein? Das geht natürlich gar nicht, nee, oder? Ach du heiliger Bambino. So. Warte, warte, warte. Zack. Geritzt und geregelt. Ich
glaube, es gibt sogar noch ein Alert oder ein Video, was ihr noch nie eingelöst habt. Müsst ihr mal wirklich in der Pixel-Tabelle unten nachgucken. Es gibt noch was, was noch nie ausgelöst wurde, glaube ich. Ein was habt ihr heute schon gefunden. Noch eine Blume. Okay, Fokus. Achtung. Easy. Tut mir leid, dass wir nach einer knappen Minute schon wieder aufhören müssen. Vielleicht gelingt es ja innerhalb der nächsten Minuten ein Neuanfang. Das ist auch gut, hatten wir aber schon mal. Crymo, vielen, vielen Dank für den Resub. Oh, im 21. Monat. Herzlich willkommen zurück und ganz viel Spaß weiterhin hier auf diesem kleinen Kanal und mit unseren wundervollen Emotes. Danke dir. Och, was machen wir erstmal die oberste Etage, okay? Bin wieder da, mega. Okay. Jetzt sind wir hier oben ready. Eine Röhre nach unten, noch eine Röhre nach unten, ne? Okay. Nehmen wir erstmal die hier. So, Harvey, Katze gefüttert, abgewaschen, Kuchen gebacken, Essen kochen. Mittagessen muss noch dann gemacht werden. Kuchenessen muss noch gemacht werden, Wäsche waschen. Oh, jetzt geht's ab hier. Und? Das ist so geil, ist das. I love it. Ey, da warst du ja mega fleißig, Harvey. Und alles neben dem Stream hier gemacht. Ey, Daumen nach oben. Guck mal, das ist ein Daumen. Das ist ein Daumen. Aus ganzen 4 Pixeln. Super. Problem. Oh, Windows Update. Nein. Ja, tut mir leid. Dann sehen wir uns wohl gleich wieder. Windows 11 und seine Updates. Ich sag's euch, das macht Updates, dieses System, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es ist unglaublich. Super. Im Livestream. War natürlich nur ein Prank. Es war nur ein Prank, Mann. Beruhigt euch, ich bin da, ich bin da. Hat euch der Harvey hochgenommen. Mega. Absolut mega. So, wer ist reingefallen, ne? Fallen viele rein, wenn du es nicht kennst. In einem Stream bist, dich so zurücklehnst. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Dann kommt plötzlich Windows-Update. Kann ja auch dein Rechner sein, ne? Ist ja auch witzig. Oh, mega. So. Oh Mist, Blue Screen. Das war's. Leckerli für Jimmy und Julie. Von Lost in Space, ne? Lost in Space, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Die zwei süßen Fellnasen bekommen ihr Leckerli. Keine Sorge. Erstmal kriegen sie noch dem nächsten Leckerli von Dan Septem, von unserem lieben Denno. Und dann bekommen sie ein Leckerli von dir. Das Ganze kommt dann natürlich auf unseren wundervollen Jimmy and Julie Instagram-Account. Ausrufezeichen JJ in den Chat. Aha, okay. Oh, das könnte... Oh. Sehr gut. Sind durch, klasse. Und Denno bekommt natürlich den Hashtag Lebensmittel für Jimmy und Julie. Rein hier, wir brauchen den Schlüssel. Gibt's den Command noch gar nicht? Okay. Musst du über mein Instagram gucken. Ausrufezeichen Social. Wir brauchen den Schlüssel. Wo haben wir denn hier den Schlüssel? Wieder eine Etage weiter hoch, definitiv. Ausrufezeichen Social geht nicht, dann Ausrufezeichen Socials. Upsala. Ist mir der Controller aus der Hand gerutscht. Entschuldigt. Ja, Ausrufezeichen Socials funktioniert, siehst du. Ja, ich kenne meine Commands nicht so gut, entschuldigt.
Ich bin neu hier. Hier waren wir doch schon drin, oder? Nee, hier waren wir auch noch nicht drin. Easy! Wir brauchen den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wir gehen hoch. Wir gehen nach rechts. Aber hier ist zu. Da hinten müssen wir rauskommen. Habt ihr gesehen? So, ich gehe erstmal wieder in den Lurk. Muss Bauerntopfkuchen. Was? Bauerntopfkuchen besteht aus viel Gemüse und Hackfleisch. Ey, Harvey. Lass dir schmecken, let's rock. Das ist aber ohne coole Verbindung, ne? Bauerntopfkuchen kochen. Hört sich auch witzig an. Wie kommen wir da rüber? Mal runter. Jetzt nach rechts. Und danke für deinen Lurk. Den isst du dann mit uns im Stream, oder? Das ist alles? Ja, alles. Ach. Ich muss Bauerntopf kochen. Besteht aus viel Gemüse und Hackfleisch. Jetzt hab auch ich's verstanden. Dankeschön. Das ist nochmal für Dummies erläutert hast. Wo müssen wir hin? Hä? Hier waren wir auch noch nicht. Ach, du Schande. Wie soll ich denn den klein kriegen? Okay, das könnte schwierig werden. Warte, ich habe eine Idee. Okay. Okay. Komm. Wir haben dich. Mann, war das knapp. Das war wirklich close. Und du hast den Schlüssel verschluckt? Wirklich? Er hat den Schlüssel verschluckt. Wahnsinn, das war close. Da musst du schon gut treffen. Aber die Frage ist, wo sind wir denn jetzt hier? Waren wir hier unten schon mal? Als Nachtisch gibt's heute Brownie-Kuchen. Oh, wo wohnst du, Harvey? Ich komm vorbei. Mit dem ganzen Rudel in Sack und Pack. Kannst ruhig ein bisschen mehr machen. So. Hier ist zu, ja? Okay, jetzt sind wir ganz unten. Jetzt sind wir ganz unten. Was ist hier rechts? Hier geht's nochmal weiter, okay? Was haben wir hier? Weit weg hinter den 8 Bergen. Und so in den Alpen, ja? Das ist wirklich weit weg. Bei den 8 Zwergen? Bei Schneewittchen? Okidoki. Ich würde eigentlich sagen, wir haben jetzt... Zum großen Teil haben wir alles gefunden. 2 Blumen, 4 rote. Mal, lass mich nochmal hier reingucken. Das ist ein cooles Level, gefällt mir. Hier haben wir nämlich den hier, das ist ganz klar. So, schwupp. Korken ist gezogen, jetzt gehen wir mal hoch. Hier haben wir jetzt nämlich einen Checkpoint. Jetzt ist die Frage, ob wir noch die roten finden und die Blumen finden. Ach, du Schande. Los geht's. Das sind rote. Rote und eine Blume. Rote und eine Blume. Sehr gut, sehr gut. Hörpatscha! Ich. Hör. Nee, nicht rückwärts. Und lieber Faith. Uns fehlt eine Blume, fehlt uns. Jetzt auf der Kiste? Ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Ist das intens. Glühende Lava unter uns. Yoshi, guck das mal. Kommt hinter uns jemand? Meine Nase juckt.
Mario denkt sich so, ja, jetzt nimm ich. Werden wir das überleben? Die Spannung, sie zerreißt mich innerlich. Hab Angst! Wenn du mich nicht siehst? Falsch rum, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ist es Endless? Hallo? Nicht in die Lava fallen. Ich spring nicht mehr. Ich mach nichts mehr. Ist okay, ist okay. Wette auf den nächsten Boss? Ah, ich hab nur das hier. Schafft Ricky diese Mission? Oh Gott! Im First Try. Da könnt ihr drauf wetten. Oh Gott! Alle Blumen! Wir haben 100%, Leute. Wir haben 100%. Jetzt keinen Hit mehr kriegen. Ihr könnt wetten, schaffe ich den Boss beim First Try? Ja oder nein? Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mach dich fertig. Let's fight. Okay, wir müssen ja aufmachen. Geh weg. Aufmachen. Okay. Gut. Abgewehrt. Cool bleiben, cool bleiben. Ja. Und Fronz. Sehr gut, sehr gut. Wir dürfen keinen Hit bekommen. Wenn wir einen Hit kriegen, ist der 100% ist dann weg. Kommt oben lang. Wo ist er? Da ist er. Okay, okay, okay. Wir machen hier auf. Keine Eier mehr, brauchen wir neue Eier. Eier, wir brauchen Eier. Komm, mach auf, mach auf. Das ist ein guter Kampf, ist ein guter Kampf. Cool bleiben. Gut. Okay. Du bist da in Lava gefallen. Gigi! Yippie! First try! Jeder, der auf Jana klar gewettet hat, gewinnt seine Punkte doppelt und dreifach zurück. Gut gemacht! Klasse! Und 100% wieder! Mann, das läuft aber heute, hä? Das geht ja richtig runter wie Öl mit Sahne. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, Mensch. Keep rockin', Baby. Danke für eure Chi-Chis. 24.000 Pixel habt ihr gewettet. Wahnsinn. Nebelgrotte. Rein da. Ach du Schande. Oh oh. Sobald wir die Lava berühren, ist ein Leben weg, wisst ihr schon, ne? Lava und Eiszapfen, was für eine gefährliche Kombi. Oh, erstmal ein paar Icons. Ich glaube, die sind hier sehr wichtig. Jetzt muss man schauen, dass wir dieses Level richtig entspannt runterspielen. Keine Hektik. Einfach cool bleiben. Professionell reagieren. So wie immer. Kappa. Kann ich das schmelzen? Nee. Können wir wirklich nicht schmelzen. Oh, da links ging's runter. Da sind rote. Hier links, hier waren rote.
Oh, die kriegen wir nicht mehr. Wir müssen runter, wir müssen runter. Okay, das wird kein 100%. Okay. Da haben wir es gecheased, hä? Haben wir gesagt hier. Komm, wir holen ja immer Hund. Und wieder eine rote weg. Da ist er. Okay, 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 okay. Das ist schon schwierig, hier alles direkt mitzunehmen beim ersten Mal. Sehr schwierig. Punkte, Los, da hast du zu wenig gesetzt. Du musst mehr setzen. Oh Mist. Haben wir. Den nehmen wir nochmal mit. Ja. 200 IQ Gameplay. Komm her, du kleiner Teufelsbraten. Richtige Chili-Schote. Ich hab All-In gesetzt. What? Und wie viel ist dein All-In gewesen? 10. 10 Pixel. Oh. Das ist natürlich eine Menge. Oh. Wenn du da 50 wieder rauskriegst, dann nur plus 500%. Natürlich wirklich wenig. 80k hast du, Nils. Mega, das ist ein Batzen. Weg war er, der Rote. Das ist ein Batzen. Wenn das die einzige rote ist, die uns dann fehlt, dann beiße ich mir in die Hand, okay? Dann beiße ich mir im Livestream in die Hand. 17.100. Wow. Mega. Nach unten oder nach oben? Boah, da unten links könnte es doch auch was geben, Mensch. Ich mal die Spitzen abschießen. Und Sprung des Glaubens. Huh! 41k hast du, Crymo. Auch nicht schlecht. Super. Ihr seid fleißig am Pixel sammeln. Gefällt mir. Da ist eine Kiste. Müssen wir verstehen. Oh. Oh. Oh! Puh. Checkpoint! Hä? War das jetzt gut? Bin mir unsicher. Oder hätte ich auch ganz normal oben weitergekonnt? Hm. Wir werden es herausfinden. Ich glaube, in diesem Level 100% ist schwierig. Oh ja, das ist schwierig. Ich mag Autoscroll-Level immer gar nicht. Geht mir genauso. Hast eben keine richtige Freiheit, da kannst nichts machen. Musst so laufen, wie das Level das vorgibt. Das ist quasi auch vorgegebene Zeit. Sehr linear. Aber ich glaube, das ist im kompletten Game erst das zweite Autoscroll-Level. Also geht vollkommen klar. In dem Level, in dem Spiel. War ein bisschen konzentriert. Haben wir nicht bekommen. Haben wir nicht bekommen. Melone, sehr gut. Hätten wir früher benötigt. Können wir nämlich alles freiballern. Mhm, okay. Wir kommen nochmal ein bisschen was. Reicht noch lange nicht. 2 Blumen, 6 rote fehlen noch. Nochmal ein Checkpoint. Noch eine Blume. Also ich würde sagen, mindestens 2 rote fehlen uns. Es geht wieder los mit dem Scrolling. Jetzt aber schneller. Okay, jetzt geht's richtig los hier. Brauche
Brauchen wir die für irgendwas? Vielleicht. Nicht abballern. Okay. Interessant. Okay. Oh, Gottes Willen, habt ihr gesehen, wie der geglitscht ist auf unseren Kopf? Es gibt eine dicke Beule. So viel steht fest. Oh Gott. Boah, reicht ja jetzt. Ist in Ordnung. Stopp. Hier ist bestimmt eine rote drin. Ja, hier ist bestimmt auch eine rote drin. Ja, hier ist bestimmt auch eine rote. Oh Mann. Oh Mann. Eine rote fehlt uns. Das ist die, mit der vorhin weggeflattert ist, lachend. Ich glaub es nicht. Das ist meine Hand. Da beiß ich jetzt rein. Oh! Habe ich verdient. Es kann doch nicht sein. Eine rote fehlt uns. Chichi. Wir spielen wieder am Automaten. Wir sind Casino und werden uns wieder eine Lehre einheimsen, die uns unser Leben lang begleiten wird. Oh, ich drücke, wenn die 7 in der Mitte ist. Achtung. Jetzt. Jetzt drücke ich, wenn die Kirschen in der Mitte sind. Jetzt. Und... ohne Worte. Rein in die Bücher. Wir gehen heute wieder in die Bibliothek und werden gemeinsam viel Spaß haben. Tiefgründiges Grauen. Upsi, entschuldigt bitte. Ich habe heute ziemliche Blähungen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ah. Tat aber gut. Ja, moin zusammen, Feechen. Ich hab dich schon ein bisschen vermisst. Grüß dich. Mein liebes Feechen. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich. Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Gib mir gerne mal ein Update. Wow. Okay. Erstmal runter. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Da drüben liegt der Schlüssel. Hab ich verstanden. Gut. Gib mir den Stein. Und keep rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Come on! Keep rolling, rolling, rolling. Yeah! Keep rolling. Mario! Schnell! Yeah! Der Stein ist weg. Chichi. Es hätte so schön sein können. Jetzt besser. Oh, bist du süß. War noch so müde heute Morgen. Das glaube ich dir. So ganz wilde Schichten. Autschi! Das macht es jetzt natürlich nicht einfacher hier. Okay, ich hab eine Idee. Jetzt! Mario! Oh Gott! Mario! Komm her! Sheesh! Versuchen es nochmal mit einem Stein, okay? Gut. Ich hoffe, ich kann deinen Tag ein bisschen aufheitern, mein liebes Feechen. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen aufmuntern, dir ein bisschen Energie und Kraft und Saft schenken. So dass du dir heute noch einen fantastischen Tag machen kannst. Und jetzt mit Kraft, komm. Komm hoch, roll, ja, und Highspeed. Ja. Husch.
Wir haben ihn entschlossen. Jetzt müssen wir wieder zurück. I, was ist denn das? Geh weg! Wer hat denn da meinen Schlafrock an? Hä? Was ist denn das? Es ist ja ekelhaft! Mario! Ich komm nicht mehr ran! Hä? Hä? What the hell? Was ist das denn? Gottes Willen! Brrrr! War das close? Bitte mal einen Clip machen! Wahnsinn. Okay, rein da. So. Komm, komm, Feechen hier rein, hier ist direkt. Bitte mal einen Clip machen. Feechen, es tut mir leid. Crimo könnte ja auch einen Clip machen, wenn er ein Gentleman wäre, ne? Nee, komm. Nee, ist nicht dein Ernst. Nee. Komm schon, wir müssen hoch. Oh Gott. Ach, ein Pixel zu niedrig. Trötchen, willkommen zurück. Oh Mist, da gab's bestimmt was Leckeres. Ja, ihr könnt gerne von coolen Momenten immer Clips machen. Es hilft uns extremst. Ja, freue ich mich immer übelst, wenn es nach dem Stream ein paar coole Clips gibt. Okay. Ich bin ganz schön anspruchsvoll, ne? Naja, so bin ich, so bin ich. Okay. Aha. Warte mal. Aha. 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 Komm mal runter da. Verstehe. Schieß mal hier gerade hoch. Ist da vielleicht ein Trampolin? Kein Trampolin. Hier. Ein Schlüssel. Aha. Hier. Aha. Okay. Okay, Feechen, nicht schlimm. Ich danke dir für deine Mühe. Ganz, ganz lieb. Fliegen hier Kanonenkugeln durch die Gegend. Hä? Jetzt geht's aber los. Hier ist zu. Kommt hier vielleicht ein Trampolin runter? Nee. Hier? Nee. Okay, okay, okay. So. Feechen, wir haben ein paar unserer Emotes überarbeitet. Ricky Rocking, Ricky Kappa, Ricky Cry, Ricky Evil. Was haben wir denn? Hier kamen wir doch runter, ne? Ein Rätsellevel. Gehen jetzt mal hier rein. Hoffe, sie gefallen dir. Ah ja. Okay. Mist. Jetzt muss man so hoch. Sehr schön. Gut, dass sie runtergekommen sind. Blume haben wir. Boah, diese kleinen Ninjis da, die sind so gefährlich. Euch brauchen wir nicht. Euch flappen wir erstmal weg. So, und jetzt haben wir nämlich... Ah, jetzt konnte ich ihn einfach wegschlecken. Seht ihr mal. Hä? Hier ist ein Trampolin. Okay. Was haben wir denn hier links? Kanonenheini. Blümchen. Hier unten können wir runterspringen. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ist die Frage. Wenn wir hier hochspringen, kommen wir dann noch hier hin? Sehen wir so nicht. Der Cry, der ist komplett emotional damage, ne? Emotional damage! Brown. Die muss man echt suchen, muss erstmal gucken hier. Ja, über 70 Emotes ist schon ein fetter Batzen, ne? Außer geil, je mehr, desto besser.
ist dann wirklich geil. Macht gar nichts, macht überhaupt nichts. Das Nachthemd ist feuerfest. Sind wir hier? Wir hätten doch unten noch was mitnehmen müssen. Kommen wir da nochmal hin? Was soll ich hier machen? Eis schießen. Klappt ja hervorragend. Okay. Ja, mit so kleinen Augen dauert das einen Moment. Oh Gott, Feechen, du bist ja so müde. Kriegst die Augen noch gar nicht auf. Oh Gott. Kommst du her? Komm her. One versus one. Ja! Ja! Badachu! Schläg, schläg, schläg! Ich halte dich auf Abstand mit meiner Zunge! Boah, der macht Kamehameha! Oh, okay, reicht mir. Du hast gewonnen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Jetzt können wir hier nach rechts rüber. Aber wisst ihr was? Eigentlich haben wir doch da unten noch was liegen lassen. Über der Tür. Ich kann doch jetzt nicht hier rein. Da sind wir weg vom Fleck. Guck mal hier oben. Hier, guck mal da. Da liegt doch noch was. Müssen wir da ran. Ja, und wie kommen wir an das Ding ran? Easy! Chi-chi! Jetzt können wir weitergehen. Jetzt können wir weitergehen, Trütchen. Nö, ich bin wunschlos glücklich, dankeschön. Glück, ach komm, Feechen, bei dir ist immer alles Glück. Alles, was bei mir gut klappt, ist Glück. Er ist wirklich vom Glück gesegnet, dieser junge Mann. Ja, na klar. Glück, Glück, Glück. Oh Mist. Oh, schieß. Runter hier. Okay, raus hier. Rein hier. Flöchen, wie geht's denn dir? Habe ich dich vorhin begrüßt? Ich hoffe doch. Mein lieber Flo. Blip. Sind wir hier? Okay. Jetzt hier runter. Oh, ich hätte erst das Eis schießen müssen. Ist das fies. Boah. Mach mich erstmal ready zum Motorradfahren. Man sieht sich. Euch noch einen schönen Stream. Dankeschön, Nils. Bis später, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut, dich zu lesen. Hab wieder richtig Laune gemacht mit dir. Bis dann. Und jetzt aber. Hitschapucha. Und Stampfelbampfel. Mach Kartoffelpüree. Was ist das denn? Hä, was ist das denn jetzt? Okay. Kann man mal machen. So, hier müssen wir uns erstmal das Ei hinbatzen. So. Schwupps. Okay. Jetzt können wir hoch. Gut. Oh ja, für dich habe ich was ganz Besonderes. Zack. Geküsst. Jetzt hier rüber und jetzt können wir hier rein. Rein da. Strahlend blauer Himmel. Wetter ist ein Traum. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, Nils. Pass auf dich auf. Komm gesund wieder, ja? Und wir rollen. Das war fies. Haben wir alles? 8 rote Münzen fehlen uns. 8 rote Münzen fehlen uns. Na, hier sind sie nicht. Okay. Das ist krass. Welches Minispiel erwartet uns jetzt?
Wieder einarmiger Bandit. Okay, wir machen es jetzt so, wie es ein guter Casino-Spieler macht. Nämlich, flatsch, flatsch, flatsch. Fertig. Chichi. Glücksspiel ist böse. Rein ins nächste Level. Felsomania. Die Musik. Renn los. Er kommt, da ist er. Ich wollte ihn euch zeigen. Komm. Uah, Vorsicht, dein Zahn. Oh. Er lernt einfach nicht raus. Tschüss. Ist ein richtiger Dusselfähchen. Ey, das ist es. Das ist der richtige Ausdruck. Dussel. Ein jeder Dussel hat einen Fussel. Duck mich einfach. Komm, da wartet. Oh, war das knapp. Lauf. Rote Münzen. Lauf. Protz. Schon wieder. Total Schaden. Hier soll ich Eier sammeln? Es ist aber schwierig, hier drauf Eier zu sammeln, ne? Okay, und jetzt ist unten das Gelbe weg, die Plattform, ne? Wie soll ich denn hier Eier sammeln? Jetzt mal ohne Schmarrn. Ich probier's noch einmal. Cool bleiben. Fokus und Jump. Ich bin wahrscheinlich gerade zu aufgeregt, um das zu treffen. Nee, komm. Wenn, dann bleibe ich unten. So. Dann machen wir so und so. Guck mal, wie bescheuert das geht. Hä? Ich kann da doch gar keine Eier... Kann ich da Eier sammeln oder nicht? Ich geh noch drauf, ich sag's euch. Nee, das ist gar kein Eiersammelgerät. Das ist gar keine... Ruhe jetzt. Aber es sieht doch so aus, ist doch genau das gleiche wie wo wir Eier sammeln. Kann da ein Foto machen von. Ist genau das gleiche. Nur, dass hier diese Plattform dran ist. Und ihre Runden dreht. Nee, oder? Nicht dein Ernst. Oh Mann. Protz. Was hast du davon? Du Dussel. Checkpoint. Ja, da haben wir doch was zurückgelassen. Nee, da haben wir doch was zurückgelassen mit der 4. Wir kommen nicht mehr zurück. Wir hätten unten erstmal hochspringen müssen. Woher sollst du das wissen, was der richtige Weg ist? Schmoll. Musst du eben nochmal spielen, das Level ist doch kein Problem. Ja, na klar. Ricky, spiel doch einfach das Level nochmal. Ja, na klar. Ey, das ist so krass, diese Levels hier. Yippie! Woohoo! Hier, gucke, sieht genauso aus. Und hier hol ich Eier raus. Seid mal ehrlich, sieht genauso aus. Ach du Schande, wir müssen balancieren. Jetzt muss man noch zur Ballerina werden. Yoshi, komm, wir haben das geübt. Wir haben das Offstream im Schlafzimmer oft genug geübt. Okay.
Okay. Okay. Schweig still. Aha, was ist hier rechts? Was ist hier rechts? Gott, nichts. Runter hier. Fokus. Ja, es ist sehr, sehr gerettet. Ja, es ist purer Skill, nichts mit Glück. Es ist einfach pures Können, was ihr hier seht. Ich kann's einfach. Keine Widerrede. Ricky hat's einfach drauf. Eine rote. Eine Blume haben wir. Weiter geht's. Ah, Ricky on fire, so sieht's nämlich aus hier. Komm, gib mir Blumen. Er springt hoch, ist okay. Ja, ist okay, man muss es ja manchmal ein bisschen spannend machen, sonst ist es ja langweilig. Gib mir noch ein Icon. Soll ich runter? Okay, mache ich. Warum mache ich das gerade? Für eine Blume, okay. Oh. Eine Weile so mitfahren? Okay. Nochmal, los geht's. Hulk! Mariönchen, Bambönchen. Bitte melde dich. In der Umkleidekabine. Kriegst du eine neue Mütze. Gottgamer. Absoluter Gottgamer. Hey, hab dreimal durch den Kreisverkehr, wird's strafbar. Ist das wirklich so? Ich bin schon oft mehrere Runden gefahren. Das ist immer ganz lustig. Verdaut. Mhm. Gut. Whoop. Skill over 9000. Danke fürs Klippenfähchen. Schön. Super. Rons. Wollen wir hochgehen? Dann gehen wir nicht hoch. Schlüssel. Ich kann hier gar nicht runterfallen, da unten ist ja zu. Schlüssel und Sternis, gut. Hier ist doch zu. Kann schon lang laufen. Okay. Das ist schon mal schön. Dann gehen wir mal hoch. Nehmen noch ein paar Eichen mit. So. Rein da ins Minigame. Balloon-Duell. Okay, let's go. AC. AC minus YD. AC minus AC YD. AC Y AC Y AC AC Y AC Y D AC Y D AC Y AC Y. Ja, wenn man seine Tasten anders belegt, ist das schwierig. Gut, wir machen weiter. Es ist so bekloppt, wenn die Tasten anders sind. Es ist einfach. Ich müsste mir auf dem Controller das raufkleben. Ja, dann könnte ich gucken. Ah, alles klar. A ist Y. Y ist B. B ist X. Und so weiter. Okay, los geht's, komm. Usch. Das war's? Okay.
Mir nicht sicher, ob das richtig war. Wird schon, wird schon. Cool bleiben. Gut. Mario, es war alles Strategie, um dich sicher rüberzukriegen. Okay. Gut, musst du sonst aufschreiben, wie du die belegt hast. Wäre gar nicht so verkehrt, ja. Wäre gar nicht so verkehrt. Ich frage mich gerade, warum ich Y nicht gefunden habe. Frage ich mich wirklich. Das hat mich sehr verwirrt, weil wir sind schon mal weitergekommen. Ah, du machst das auf, okay. Easy. Quake-Reaktion. Als ob ich den nur den Briefkasten, den Blumenkasten mit wegsnacke. Was haben wir denn hier unten? Wie soll ich reinlaufen? Ein bisschen Angst. Okay, ich mach's. Hier unten haben wir auch noch was. Von links muss man da rein. Okay, mach ich. Okay. Gut. Wir haben alles. Was nu? Ist kein Geheimnis mehr? Check. Hier können wir runterfallen. Nicht so gut. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wo geht's hier weiter? Sollen wir wirklich nochmal zurück? Ist das hier ein Bonusabschnitt? Nee. Wir müssen in die grüne Röhre höchstwahrscheinlich rein, da unten, ha? Das probieren wir einfach mal. Sollen wir mit ihr hier in die Hölle fahren? Rein da. Wisst ihr was? Ich flieg einfach mal, ha? Und jetzt komme ich so runter. Alle weg. Easy. Zaubertrick. Oh, hier haben wir nicht viel gefunden. Das ist ein gutes Level gewesen. Ich weiß schon, wo wir was liegen lassen haben. Ist mir ganz klar. Der Over 9000 Skill Clip hat sein Tribut gefordert. 3 rote und 1 Blume. Also nochmal. Ja. Erstmal gehen wir zu Bowser. Seid ihr bereit für die finale Schlacht? Für das finale Ende? Für die finale Burg? Bowsers Schloss. Und wir werden zu Copter Yoshi. Los geht's. Was will ein Kamek hier? Kamek, was soll denn das? So haben wir aber nicht gewettet, hey. Upp. So haben wir aber absolut nicht gewettet. Ist das hier ein Wettrennen? Blümchen, Blümchen, Blümchen. Oh Gott. Oh. Oh. Das wäre eigentlich unser Ende gewesen. Aber ich bin natürlich auf den unteren Vogel gebounced und hab überlebt und easy peasy, lemon squeezy, first try rein hier. Herzlich willkommen bei Ricky. Okay, welches Tor? Wo ist der Zong dahinter? 1, 2, 3, 4. 4. Rein da. Boah. Das war wirklich... His power level is over 9000! What the hell? Und die Menge tobt schon. Die schmeißt mir schon Konfetti aus allen Ritzen zu. Mega. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Guckt euch das an. Lachende Geister, goldene Münzen, brüllende Baby-Marios. Alles dabei.
Herzlich willkommen zum Kindergeburtstag. Hulk! Wir sind da. Es ist soweit. Bowsers Schloss. Ein langer, sehr, sehr aufregender Weg hat uns bis hierhin begleitet. Dieser Bluescreen, nehmt ihn nicht ernst, denn er ist fake. So wie hier vieles fake ist in dieser Burg. Mario, komm her, ich hab dich. Fokus, 4, 3, 2. Fokus now. Kamek, jetzt ist Schluss mit lustig. Komm her, Mariönchen. Komm her, wo bist du? Komm her, komm her, komm her, komm her. Habt ihr rote? Kamek. Haut mal die Kameks raus im Chat, kommt schon. Wo ist die Menge? Wo ist die Menge bei diesem großen Finale? Hier, bei Super Mario World 2, Yoshi's Island. Es war ein langer, erschwerlicher Weg bis zu diesem Punkt. Mario, wir haben viel gemeinsam erlebt, wir haben viel durchgemacht. Doch wir haben es alles gemeinsam überlebt und durchstanden. Und jetzt werden wir gleich vor der größten Schlacht unseres Lebens stehen. Nämlich gegen König Bowser. Bist du bereit dafür? Fühlst du dich in der Lage, auch diese Schlacht erfolgreich zu meistern? Dann lass uns diese Blume sammeln. Zack. Beide roten. Checkpoint. Ich atme nochmal tief ein und noch tiefer aus. Das ist eine Tür von einem echten Boss. Boah, was? Komm her! Wir gehen rein. Hab Angst. Ich sehe einen kleinen Zauberstab. Kamek? Komm her. Ark, wie mutig von dir, hier zu erscheinen. Nun bekomme ich endlich das Baby. Was ist das? Oh nein, Bowser, junger Meister. Es war so laut. Weißt du auch, dass ich bei diesem Krach nicht gut schlafen kann? Jetzt bin ich sauer. Ah, nimm das. Nimm das. Nimm das. Ui. Was ist denn das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir. Boah, es geht los. Okay. Oh, Mariönchen, Bambönchen. Was für eine epische Bossmusik. Let's fetz. Komm her. Tja. Fokus, ich kann auch stampfen. Zack. Tut ihn gar nichts. Ja. Lach darüber. Okay. Ich. Yeah. Okay. Puh. Ich hab ne Idee. Jetzt! Brunz! Jawohl! Oh, was soll das? Yeah. Und? Brunz! Brunz! Komm her. Yeah. Guter Hit. Rotz. Na, was sagst du dazu? Junger Meister. Wie konntest du unseren Meister so etwas Grausames antun? Warum hast du das getan?
Was passiert jetzt? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Oh mein Gott. Wie episch kann so ein Auftakt sein? Bowser versus Yoshi und Mario Jr. Let's freaking go! Mario zum Bumpelchen! Gib mir den Baby Mario! Ich werde mit ihm die Weltherrschaft an mich reißen! Niemals! Mariönchen Bumpelchen wird für immer an meiner Seite für mich kämpfen. Was kam da runter, so ein kleiner Kamek? Ich brauche mehr Eier. Okay, komm her. Zack. Das sieht gut aus. Flieg, 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 flieg. Du hast zu weit geschossen. Okay, wir müssen wirklich weiter nach unten zielen. Zu weit unten. Okay, komm näher, komm näher. Gleich werde ich dich zerstampfen und zermanschen. Nimm meine Feuerbälle und brenn in der Hölle. Ja, und komm schon, jetzt. Und ja, komm schon. Nochmal, komm. Gut zielen. Weiter geht's. Und? Na warte, so langsam werde ich böse. Du wirst böse? Na pass mal auf, wenn ich böse werde. Bisher hat dich keiner deiner Feuerbälle weitergebracht. Bowser, du bist zum Scheitern verurteilt. Komm her, komm her, komm her. Flieg, flieg, flieg. Okay, brauchen mehr Eier. Komm schon, was für ein Finale. Wie episch kann es noch werden? Ja! Ja! Flieg und Sieg! Und nochmal, komm. Ja! Flieg! Zu weit. Schnell, 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 schnell. Ja. Zu weit. Ja. Wir werden uns eines Tages bitte rächen. Da kannst du dir sicher sein. Warte, Meister. Ich werde dir helfen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wow. Und wir retten den kleinen Luigi. Der... Oh Gott, ist das süß! Luigi konnte nicht abgesetzt werden, weil der Pelikan gekidnappt wurde. Und so, dank des mutigen Auftretens der Yoshis, sind die Geschwister wieder vereint. Der Storch, der während der Babyauslieferung überwältigt wurde und sich die ganze Zeit über in Kameks Gewalt befand, ist nun wieder frei. Danke, Yoshis. Ihr seid wirklich super. Die Menge tobt und alle flippen komplett aus. Das, meine lieben Freunde, war Super Mario World Yoshi's Island 2 hier bei eurem Ricky. Aber auch die letzte Burg Bowsers muss gesprengt werden.
Danke für eure Chichis. Und so nimmt auch diese grausame Gruselgeschichte ein wundervolles, sonnenbestrahltes Ende. Ah, was für ein schönes Abenteuer. Ich danke euch vom Herzen für die ganzen GGs, für das Mitfiebern, für das Anfeuern, für das Einschalten, für das Mitdabeisein im Stream hier auf Twitch. Ah, es war mir ein inneres Kerzen anzünden. Und wie schön es ist, einer langen Kerze beim Schmelzen zuzusehen. Wir kennen es alle. Es sind diese Magical Moments, wie wenn man sich einen heißen Tee oder Kaffee zieht und diesen genussvoll anfängt zu schlürfen. Nom nom nom. Genau ein solcher Moment ist dieses Spiel mit euch gemeinsam gewesen. Ich freue mich sehr auf unser nächstes gemeinsames Abenteuer, wenn es wieder heißt, Ricky ist live und zeigt uns geballte Pixel Power. Wir genießen dieses epische Outro, lehnen uns zurück und sind einfach nur glücklich. Ausrufezeichen Liebe. Ah, es ist schön. Also ich sage euch so, wie es ist. Super Mario World 2 Yoshi's Island ist ein großartiges Retro-Game für den Super Nintendo. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Abwechslungsreich, schnelles Gameplay, große Gegnervielfalt, tolle Levels, richtig schönes Design, schöne Musik, innovative Bosskämpfe, ein richtig episches Finale. Was möchte man mehr von einem Retro-Game? Ich weiß es nicht. Man kann auch jedes Level auf 100% spielen, bekommt dann nochmal weitere Bonus-Levels freigeschaltet. Bonus-Spiele. Das war Super Mario World 2, Yoshi's Island. Endlich erreichen die beiden Babys ihr Zuhause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. The End. Not yet. Die Helden erblicken das Licht der Welt. Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Abenteuer. Ich freue mich auf euch. Euer Ricky.